Ich bin in der Projektabwicklung im Bereich Industrieautomation und in unserem Bereich liefern wir Energiemanagementlösungen für Industriekunden oder eben kommunale Kunden. In der Nähe von Kempten, da haben wir einen Bauernhof im Rahmen eines Forschungsprojektes automatisiert. Da ist eine Solaranlage auf dem Dach vom Stall gewesen, eine große. Und wir haben den Solarstrom, der erzeugt wird, genutzt, um damit dann die Verbraucher auf dem Hof optimal zu steuern. Das heißt, wenn Sonne da ist, konnte man dann eben Maschinen laufen lassen, um keinen Strom aus dem Netz beziehen zu müssen, was dann eben viel teurer gewesen wäre. Die einzelnen Verbraucher auf dem Hof, das waren zum Beispiel ein Futterroboter oder eine Melkmaschine. Also dieser Futterroboter, der fährt tatsächlich einmal durch den Stall und verteilt an die Kühe im Gang das Essen so zur Seite weg. Dass man das von direkt bis zum Ende begleitet hat. Das heißt, man hat am Anfang schon bei den ganzen Projekttreffen mitgearbeitet und sich die Konzepte überlegt. Und am Ende hat man es dann vor Ort wirklich umgesetzt und hatte dann auch Messergebnisse und konnte auch dann tatsächlich die positiven Effekte von unserer Software sehen. Und im Rahmen dieses Projektes durfte ich zum Beispiel dann auch mit ins Bundeswirtschaftsministerium zum Projekttreffen. Das waren echt, echt schöne Erlebnisse. Dass kein Tag gleich ist, dass man immer unterschiedliche Aufgaben hat, dass man einen Tag mal ein Angebot schreibt oder mitarbeitet, dass man dann eben die Systeme aufsetzt und testet und auch mal selbst programmiert und Logiken entwickelt. Und dass man am Ende dann aber auch mal mit auf eine Messe fährt. Die Zusammenarbeit in unserem Team, dass das so schön gemixt ist und von der Altersstruktur her. Und das Schöne bei uns ist auch, dass die Kunden eben so unterschiedlich sind, dass man Kunden aus der Industrie hat, dann Kunden aus der kommunalen Ebene oder zum Beispiel auch Landwirtschaftsbetriebe. Dass wir uns in jedes Projekt neu hineinfuchsen müssen. Das heißt, in jedem Projekt gibt es andere Schnittstellen, die wir teilweise auch neu entwickeln müssen. Oder wir müssen unsere Lösung entsprechend anpassen, immer was der Kunde gerade hat und was er möchte. Ein Landwirt hat zum Beispiel ganz andere Anforderungen als jetzt jemand aus der kommunalen Ebene. Ich habe mich bei ABB eben zum dualen Studium beworben nach dem Abitur. Der Studiengang Projektengineering ist sehr interdisziplinär aufgebaut. Der besteht eben aus Elektrotechnik, aus Maschinenbau, aber auch zum großen Teil aus wirtschaftlichen Aufgaben. Und das fand ich eben total spannend. In dem Fall war es so, dass ich in Minden angefangen habe und auch damals dort eingestellt wurde. Und dann für die Bachelorarbeit bin ich dann aber hier in Mannheim gelandet. Man während des Studiums schon ins Unternehmen reinschnuppern kann. Das heißt, man kann sich schon ein Netzwerk aufbauen, man kann sich von Kollegen was abgucken und man kann eben auch schauen, was einem gefällt.